Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch zu der ersten Folge von dem neuen Projekt namens Jack 3. Das Spiel habe ich mir geholt vor ein paar Tagen. Ich habe es auch schon angezockt, wie man sieht. Was? Schon 67%? Oh. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt ein HD-Remake von dem Klassiker. Ne, von den Klassikern sind ja drei. Keine Ahnung, wann die rauskommt. Ich glaube, 2003 ist Jack 3 rausgekommen. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich das früher schon gespielt und fand das Spiel richtig geil. Und jetzt das HD-Remake-Spiel draußen und jetzt wollte ich es let's playen. Der Yoshi macht dasselbe, nur halt nicht mit Jack 3, sondern mit Jack 2, weil er halt mit dem Spiel aufgewachsen ist, sagt er. Bei mir war es halt Jack 3. Und ja, wir wollten eigentlich ziemlich zeitgleich anfangen, nur jetzt hat er halt ein Problem mit seinem Mikro gehabt. Und also könnte es bei ihm noch ein paar Tage, vielleicht noch ein paar Wochen sogar dauern, aber bei dem geht's dann auch los mit Jack 2. So, wir fangen jetzt aber an mit Jack 3 und wahrscheinlich kommt jetzt direkt das Intro, wenn ich das so im Kopf hab. Naja, okay. Oh mein Gott, es geht los. Das Intro, das Legendäre. Nur in HD. Geil. Created and developed by Naughty Dog. Ist übrigens derselbe Hersteller wie hier von Uncharted. Und ach, wie heißt das Spiel? Crash, irgendwas. Die haben das glaube ich auch gemacht. So, jetzt bin ich aber still. Auf Anordnung des Hohen Rats von Haven City wirst du hier mit für deine Schandtaten gegen die Bevölkerung und deine abscheulichen Verbrechen auf Lebenszeit ins Ödland verbannt. Das bedeutet den Tod, Vigar. Gibt es keine andere Lösung? Der Anspruch wird abgelehnt. Dieser dunkle Eco-Spinner ist gefährlich. Setz die Ladung ab. Das ist ein Skandal. Mir fehlen die Worte. Obwohl, ich muss doch was sagen. Nicht alle stimmen diesem lächerlichen Vorurteil zu. Ja, wir protestieren. Oh, er wollte ihm Gesellschaft leisten. So empört sind wir dann doch nicht. Leb wohl, Jack. Bleib aus der Sonne. Trink viel Wasser. Jack. Geh zurück zur Stadt, Dex. Tut mir leid. Der Rat ist zu mächtig. Ich konnte nichts dagegen. Ich weiß. Bleib ja am Leben, hörst du? Das ist ein Befehl. Man wird dich finden. Versprochen. Mögen die Precursor dir gnädig sein. Dexter! Bedank dich bloß nicht. Ohne mich würdest du hier ja keine Sekunde überleben. Okay, du Held. Du hast uns hier reingeritten. Jetzt hol uns wieder raus. Ach, was sind wir doch denn? Brechen wir auf. Aber wohin? Dala! Oh, ich vermute, du weißt, wo es lang geht, hä? Besser als du, Krummschnabel. Gehen wir einfach. Deine bescheuerte Idee! Nein, das war deine! Sowas fällt auch nur einem Spatzenhirn wie dir ein! Gehen wir mit ihm! Gemeinsam sind wir stark! Du meintest wohl, gemeinsam sind wir tot! Ich fasse es nicht, dass die Stadt uns hasst! Wir haben diese Penner gerettet! Jack, die Stadt ist geteilt. Und die neuen Crimson Killbots haben den Hauptteil des Industriegebiets unter Kontrolle. Die machen meine Leute fertig. Die Garde hat einen neuen Anführer. Wir versuchen herauszufinden, wer das ist. Ich habe leider noch mehr schlechte Nachrichten. In einem der anderen Stadtteile hat sich eine Horde überlebender Metallschädel breitgemacht. Ja. Wir haben Core doch zerstört. Scheinbar haben die stärksten Metallschädel überlebt. Der Kampf um die Stadt hat soeben begonnen. Die Leute geben dir die Schuld, Jack. Genau. Gute Idee, Jack. Zeit für ein Nickerchen. Nur ein paar Minütchen. Ich fühle mich wie ein Brathut. Der Palast. Lagebericht. Sieht schlimm aus. Die Stadt ist ein Schlachtfeld. Killbots haben das Industriegebiet eingenommen. Und die überlebenden Metallschädel haben sich auf der Westseite verstärkt. Und wir haben Verluste an allen Fronten. Der Rat hält heute Abend eine Krisensitzung ab. Und zwar wegen dir, Jack. Sieht nicht gut aus. Sie glauben, die Metallschädel sind durch dich und Crew in die Stadt gekommen. Du glaubst es doch nicht, oder? Das Geschehene ist geschehen. Im Moment greifen Metallschädel den Palast an.
Sie suchen etwas und ich habe keine Ahnung. Den Precursor. Sieht aus, als hätten die überlebt. Gott so. Der Sender, den wir geortet haben. Woher hast du den? Wir nehmen sie mit. Los geht's. Es zieht ein Sturm auf. So. Das war auch schon das elendlange Intro von Jack 3. Ich habe schon ein paar tausendmal gesehen. Aber okay, wir fangen natürlich ein neues Spiel an und ja, das ist halt das, was ich so privat angefangen habe. Das werde ich aber natürlich nicht weitermachen, bevor ich das Let's Play fertig habe, ne? Weil wenigstens ein bisschen Blindheit oder Halbblindheit wollen wir uns noch bewahren. Wir fangen ein neues Spiel an, so. Ich glaube, es kommt direkt eine neue Cutscene, dann geht's auch direkt weiter. Ja, der erste Part wird voll mit dem Intro sein, sozusagen. Ich liebe Wasser. Oh ja. Das tut gut. Bist es doof. Ah, zurück von den Toten, was? Und meine Mönche wollten schon für euch beten. Ich bin Demos, König von Spargus. Spargus? Aber außerhalb der Stadtmauern lebt niemand. Keine ganze Stadt. Ach ja, wir sind die Vergessenen. Haven Citys Abfall, entsorgt und zum Sterben zurückgelassen. Genauso wie ihr. Nun, wo wir euch gerettet haben, gehört euer Leben dem Volk von Spargus. Und das werden wir ausnutzen. Wenn es denn überhaupt was taugt. Hey, klingt nach einem miesen Handel. Ihr seid nicht in der Position zu handeln. Hier draußen ist man entweder nützlich oder überflüssig. Beweist euren Wert, oder die Wüste wird euer Grab. Du solltest wirklich mal an deinen Umgangsformen arbeiten. Im gnadenlosen Ödland zählt nur Stärke und Überleben, sonst nichts. Wir werden bald sehen, was ihr taugt. Trainiert hart und beweist euch in der Arena. Nur die tapfersten kriechen wieder heraus und dürfen in Spargus bleiben. Ist eigentlich ganz einfach. Was passiert mit denen, die nicht wieder rauskriechen? Das wäre so, als hätten wir euch nie gefunden. Dachte ich's mir. Danke, grün Bürger von Spargus! Willkommen in der Arena des Todes! Hier erleben wir, wie andere sich vor Axt in die Hose machen! Erneut werden hier zwei Neulinge um die Ehre kämpfen, bei uns bleiben zu dürfen! Heißen wir sie willkommen, Jack, und ein widerliches Sprechen hier! Pekka, hier bist du! Wo warst du? Demus sagt, ich werde sein neuer Berater! Er sagt, meine Weisheit soll ihm dienen. Ach ja, und Demus sagt auch, dass ihr zwei bestimmt heute in der Arena sterbt. Und er hofft, dass euer Tod sehr, Hör auf damit! Demus kann für sich selbst sprechen! Richtig. Ihr werdet sterben. Und ja, Hacker ist mein neuer Ratgeber. Im Gegensatz zu euch schätzt man hier meine Talente. Mein neuer Job ist einfach. Aber all diese Kämpfe... Oh, kein schöner Anblick. Du mieser So, endlich. Das war's dann fürs Erste auch mit den Intros. So, das ist jetzt so das Tutorial, um halt so die Steuerung ein bisschen kennenzulernen und so. Das können wir gerne machen. So, das ist eine Rolle. Die werden wir wahrscheinlich total oft benutzen. So. Und da hoch. Ja, ja. Ich kenne die Strecke schon. Von daher wird das jetzt nicht so lang dauern. Ah, ich habe vergessen, das umzustellen. Stimmt ja, am Anfang muss ich... Ah, das geht aber ganz schnell, muss ich sagen. Horizontal? Ja, genau, das war horizontal. Ja, das können wir auch mal umdrehen. So.
So. Diesen Sprung mit dem Rollen am Ende, den benutze ich total oft, da kommt man weiter mit. Und ja, das ist so eine stumpfe Attacke, die ist aber in jedem Jack-Spiel drin. Ich glaube, alle Bewegungen sind in jedem Spiel drin, oder? Oder haben die in Jack 3 Neuerungen? Das weiß ich gar nicht so genau. Jack 2 und Jack 1 habe ich nicht so im Kopf. Wobei ich Jack 2 einmal durchgespielt habe und Jack 1 glaube ich gar nicht. Oder doch auch einmal, stimmt. Aber Jack 3 habe ich irgendwie 15 Mal durch oder so. Aber das ist alles lang her. Die Wettkämpfer waren erfolgreich. Sehr richtig, die Champs. Genau wie du es bei mir gelernt hast, Jack. Jeder schafft so ein paar mickrige Hüpfer. Jetzt tretet ihr gegen lebende Gegner an. Die Materieformer ausrichten. Arena für die Schlacht bereit machen. Arena für die Schlacht bereit machen. Das sag ich gerade. Ich weiß, ich wollte nur, du weißt schon, wie du das mit den... Egal, Kämpfern fertig machen. Heißt das, wir sollen gegen echte Leute kämpfen? Mit echten Waffen? Die uns echt wehtun wollen? Egal, sollen sie kommen. Okay, mir reicht's. Ich will auf seine Schulter. Dexter ist der Geilste. Dexter hat die geilsten Sprüche. Der ist immer so am Aufmucken, aber ist eigentlich voll der Feigling. Oh, soll ich schon... Der ist sofort kassiert. Naja, gut. Wir haben unsere erste Waffe. Soll wohl sowas wie eine Pumpgun sein oder so. So, von den Gegnern kriegen wir so lilanes Zeug. Das ist Echo. Echo an sich ist... Ja, so eine Art Energiematerie. Und davon gibt es halt verschiedene Arten. Und hier dieses lilane ist dunkles Echo. Und gleich werden wir auch merken, was man damit macht. Ja, nicht alle lassen das fallen, das sieht man schon. Na, mal gucken, ob ich hier schon verrecke. Na komm, verrecke du. So gut. Aber der da hinten hat's geschafft. Einfach mal was ausprobieren. Hey, ich hab's geschafft! Nein, hier war... Ah, doch, da. Ich wusste es doch. Ah, hier, das sind so Kisten, wo halt Items drin sind. Und meistens sind das Patronen oder so Medipacks und so. Und manchmal ist auch Eco drin. Ja. 8 verbleibend. 7 verbleibend. Traue ich mich das noch einmal? Nee, komm, das war glaube ich eher Glück, das eine Mal. Komme ich so dran? Oh. Oh, so, jetzt sieht man das nämlich. Ich habe mich verwandelt. Der Jack hat sich verwandelt in den dunklen Jack. Und da sieht er so ein bisschen sehr aggressiv aus, wie man sieht. Und, na, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären soll. Aber ich glaube, gleich wird es eh erklärt. Meine ich auf jeden Fall. Dieses Verwandeln bewirkt übrigens, ne, andersrum. Dieses Echo bewirkt das Verwandeln. So. Und je mehr wir davon haben, desto länger sind wir halt der Jack. Dieser dunkle. Au, da habe ich jetzt schon einkassiert. Mann. Ist ja peinlich. So, die Cutscene, die jetzt kommt, die gucken wir uns noch an. Und dann war's, glaube ich, für die erste Folge. Der Dexter guckt auch so grimmig. So. Verschweigst du uns etwas, Frettchen? Er wurde vom dunklen Echo berührt, werter Herr. Der Junge hier wird echt fies, wenn man ihn zu sehr reizt. Also reiz ihn nicht. Kleiner Hinweis. Ah, er ist also gefährlich. Das könnte uns nützen. Dein Mut hat dir ein Kampfamulett eingebracht. Wenn du noch 2 Kämpfe in der Arena gewinnst, dann darfst du in Spargus bleiben. Mit diesem Pass kannst du in der Stadt ein- und ausgehen. Aber Vorsicht, außerhalb der Mauern bist du schutzlos. Die Wüste kennt kein Erbarmen. Und für deinen Sieg bekommst du einen Waffenbooster. Oh ja, yeah. Das ist ja mal was. Hey, und was krieg ich? Nichts, wie üblich. So. Du hast die Blaster-Modifikation erhalten. So, das ist diese Waffe.
Also die erste war ja so eine Pumpgun und die zweite ist jetzt so, naja, so ein ganz normales Schusswaffe halt, ne? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die Waffe schon mal viel cooler als diese komische Pumpgun. Ach nee, ich muss das Schluss machen für die Folge. Ah, naja, okay. Dann sage ich, das war jetzt das erste Video und das zweite Video folgt dann morgen. Tschüss.